und ich arbeite seit 17 Jahren im SOS Gemeinwesen-Treffpunkt als Sozialarbeiter. Gemeinwesen-Treffpunkt ist eine Anlaufstelle für die Bewohnerinnen dieses Wohngebiets, einem ehemaligen sozialen Brennpunkt, der sich auch durch unsere Hilfe schon sehr weit entwickelt hat. Die Gründe, warum die Menschen uns aufsuchen, sind ganz unterschiedlich. Als Ort der Begegnung, für Schülerhilfe, für unsere Beratungsangebote, die sehr vielfältig sind, von Sozialberatung bis zur Erziehungsberatung, aber auch Vermittlungen zwischen Ämtern und Antragstellung, Freizeitangebote, Ferienangebote, also die ganze breite Palette sozialer Arbeit. Quartal fragen wir die Bewohnerinnen und Bewohner, was sie gern machen würden, wie die Bedürfnisse sind, wie die Bedarfe bzw. auch Ideen und Anregungen sind. Und das versuchen wir dann auch zeitnah umzusetzen. Ansonsten versuchen wir auch einen Fokus auf gesunde Ernährung zu legen. Ja, es gibt halt viele Menschen, die sich hier gesunde Lebensmittel nicht leisten können oder nicht, wo das Wissen mangelt, wie man sich mit einfachen Mitteln ein gesundes Gericht kochen kann, sodass wir mit Menschen aus der Siedlung Hochbeete zusammengebaut haben, wo die Menschen ihr eigenes Obst, Gemüse anbauen können und auch sehen, dass das nicht nur im Supermarkt verfügbar ist, sondern dass man da auch sich selbst zum Teil mit ernähren kann. Viel von Spenden, die unerlässlich sind, dass wir einfach solche besonderen Projekte, die über die normale Finanzierung hinausgehen, anbieten können. Das ist unerlässlich. Manchmal braucht es einfach diese besondere Förderung obendrauf, damit wir zeitnah auf Erfordernisse reagieren können. Man hat im Moment in den Medien gelesen, dass sowohl ältere als auch jüngere Menschen ertrinken, weil sie nicht mehr schwimmen können. Und dann hat meine Kollegin jetzt einen Schwimmkurs organisiert für Erwachsene und für Kinder, sodass eine gesamte Familie auch wieder im Schwimmbad schwimmen gehen kann. Also in den 17 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, also das ist ja eher auch schön zu sehen, dass das über so einen längeren Zeitraum ist, dass man verfolgen kann, wie Kinder ihre Schulabschlüsse machen, die wir von der Grundschule an begleitet haben, die jetzt zum Teil sogar studieren oder mit dem Studium fertig sind. Und die natürlich das mit eigener Anstrengung, aber auch mit Sicherheit zu einem gewissen Anteil auch mit unserer Unterstützung geschafft haben. Also diesen Weg zumindest mal. Ich denke, der wäre sonst anders vorgezeichnet gewesen.